Da hinten ist die Siegessäule, siehst du sie? Wem gehörten die eigentlich? Ist die von Napoleon oder von wem ist die eigentlich gebaut worden? Weißt du das? Wissen das die Leute, wer die Siegessäule stellen lassen hat? Nö, wissen oder nicht. War das vom Kaiserreich noch? Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist vor uns der Bismarck und das war so einer, der gesagt hat, wir fürchten nichts, fürchten nichts außer Gott. Ja? Ja. Der war gottesfürchtig, also Gott mit uns. Deswegen ist er auch da hingekommen, wo er war. Ne? Also jetzt ja. Drehen wir uns einfach mal um oder wir laufen mal in Richtung vom Bismarck und erzählen euch ein bisschen Geschichte. Vielleicht interessiert ihr euch die Geschichte von den Deutschen, weil der Bismarck ist ja eigentlich von Bismarck. Hat einen Adelstitel bekommen. Wieso steht das da eigentlich nicht? Von Bismarck? Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Also wir drehen uns mal um. Da oben ist der Bismarck. Die Bianca. Und ich, wir stehen jetzt hier vor der Statue vom Bismarck. Ups. Da ist er. Da oben ist der Bismarck. Aber da steht auch nur Bismarck dran und ja, nicht von. Nicht von Bismarck. Also er hat da seinen Adelstitel nicht zu sehen bekommen. Aber normalerweise ist es ja von Bismarck. Und der Bismarck hat nach dem Kaiser, war sich selbst ernannt zum Kaiser. Ein selbsternannter Kaiser. Aber der hat wenigstens noch Deutschland mit Anstand erhalten. Preußisch erhalten, also mit preußischem Anstand. Wir waren noch nie gegen Menschen. Und diese ganzen Kriege, die sind immer wieder eingebaut worden von, naja, Religion und von Parteien, die sich gegenüber, naja, Marionetten aufrechtstellen konnten. Und so haben wir es heute wieder. Heute heißt es ja Bundesrepublik Deutschland, da waren wir ja, am Reichstag, da sind wir genauso abgeschaltet worden wie jetzt. Also komischerweise ist hier im Umkreis von, keine Ahnung, 3 Kilometer alle Antennen abgefahren worden. Wir haben hier kein UMTS, wir haben hier kein LTE, wir haben hier nur GSM. GSM ist also so viel, dass du telefonieren kannst, ja. Die Menschen haben jetzt die Möglichkeit, sich zu, ja, 1:1 zu telefonieren, aber sie können keine Live-Sendung machen, die wir eigentlich machen wollten. Jetzt sind wir hier beim Bismarck und die Bianca und ich, wir stellen uns jetzt einfach nochmal dahin. Und da ist der Poseidon. Hier, schaut euch mal das an. Das sind also die Siegesposen. Mit der Weltkugel. Mit der Weltkugel auf dem Rücken. Und dann hier der Löwe. Na? Das ist eine weibliche. Und da oben ist das Kreuz, seht ihr das? Siehst du das, Schatz? Guck mal, auf dem Kopf. Ja, jetzt sehe ich auch. Das Kreuz, das ist das deutsche eiserne Kreuz von den Deutschen. Und naja, wie gesagt, wir haben eine Geschichte und die wollen sie uns einfach abverlangen. Wir sollen ja jetzt islamisch werden, oder? Wie ist es? Islam gehört nicht zu Deutschland. Und dann sagen die, doch, das gehört zu Deutschland. Nee. Islam kann gar nicht zu Deutschland gehören, weil der Islam gehört nach Mekka. Oh, guck mal, da hinten gibt es noch mal einen mit Hammer und Meißel, Schatzi. Guck mal, hier die Pfingst. Mhm. Haben wir sogar in Deutschland. Ja, die deutsche Geschichte wird immer existent sein. Und da kann man machen, was man will. Ja, und es wird immer einen geben, der dem deutschen Volk dient, genauso wie ich auch. Hier steht er, dem ersten Reichskanzler von Deutschland und dem deutschen Volke, 1901. Und unsere Geschichte fängt an bei, nicht bei Adolf Hitler, mit dem haben wir gar nichts am Hut, ne? Null, 0,000. Da oben Reichskanzler. Und das Deutsche Reich ist nie untergegangen, Schatz. Nie. Weißt du warum? Weil wir da sind. Kann es ja gar nicht untergegangen sein, weil sonst wären wir ja gar nicht da. Weil unter Wasser kann man doch gar nicht geboren werden. Und völkerrechtlich, solange es noch Völker gibt, gibt es die Bianca und mich. Und euch auch. Bekennt euch zu uns. Und wir gehen nach vorne, weil wir bleiben die, die wir sind. Ich bin der Guido,
Und das ist die Bianca. Und wir sind vom lieben Gott. Und der liebe Gott ist mit uns. Mit uns. Und zwar schon immer. In diesem Sinne, macht's gut, macht's besser, aber macht's endlich mal für Deutschland und den lieben Gott. Gott. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bianca und Guido. Tschüss. Tschüss.